Ich bin der Flamur Schade von der Firma Focus Strategie GmbH der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 6410 und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Freitag, den 1. Oktober 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 3 noch. Jetzt haben wir alle neue Tabellen. Mit den Variablen x und y. Und anschließend soll x² minus 4y berechnet werden. Da haben wir 10 und minus 2 sowie minus 3. Und wir haben dann hier unten nochmal minus 3. Wir fangen gerade mal an. Schreiben auf x² minus 4y. Wie groß ist x? Das ist 10. 10 im Quadrat ist 100. Minus 4 mal y ist minus 2. Das gibt 100. Also 10 Quadrat ist ja 10 mal 10. Und minus 4 mal minus 2, das gibt plus 8. Also haben wir da als Resultat 108. Gut.